Zwei Männer und ein Krieg. Der eine Amerikaner, der andere Russe. Ihr Zusammentreffen auf einer Elbbrücke in Torgau, mitten in Deutschland, ist die Wiederauflage einer historischen Begegnung. Der Händedruck. Im April 1945 treffen Amerikaner und Sowjets an der Elbe aufeinander. Ein US-Soldat auf diesem Bild, das den Sieg über Hitler symbolisiert, lebt noch heute, Delbert Philpott. Der Fotograf, der das Foto schoss, dachte tatsächlich, dass es vielleicht wichtiger sei, Fotos von den Generälen zu machen. Aber er wollte ein Foto, das das Zusammentreffen symbolisiert. Und dafür suchten sie vier Sowjets aus. Wir waren einfach feiernde Soldaten von beiden Seiten, die für das Foto posieren sollten. Und der Fotograf sagte, berührt euch nicht mit den Händen, streckt sie nur aus und guckt euch gegenseitig an. Both sides look at each other. Ein gestelltes Foto also, wie so viele symbolträchtige Kriegsbilder. Entstehungstag ist der 26. April 1945. 10 Monate lang hat sich die amerikanische Invasionsarmee quer durch Deutschland gekämpft. Marschrichtung Osten. Von dort her erobert unter wesentlich größeren Verlusten die Rote Armee Kilometer um Kilometer, Marschrichtung Westen. Dass die beiden Armeen ausgerechnet an der Elbe zusammentreffen, ist nicht ohne Absicht. Die alliierten Besatzungszonen stehen lange vorher fest. Der Name dieses Städtchens aber gerät rein zufällig in die Schlagzeilen der Weltpresse. Torgau. Am 25. April 1945 stößt der US-Leutnant Bill Robertson mit einer Erkundungspatrouille an die Elbe vor und will sich den Russen am östlichen Ufer zu erkennen geben. Doch als er das Torgauer Schloss besteigen will, bemerkt er, dass er keine Leuchtpistole dabei hat. Wir fanden ein Bettlaken und dann brachen wir in eine Apotheke ein und fanden etwas blaues und rotes Pulver. Und rührten es mit Wasser an und malten auf das Laken 5 oder 6 rote Streifen und in die Ecke ein blaues Feld. Damit fühlte ich mich etwas besser. Und wir stiegen auf diesen Turm hier, um uns von oben aus bemerkbar zu machen. Mit Ihrer selbstgemachten US-Fahne? Ja, wir überreichten sie später General Eisenhower. Und ich schwenkte die Fahne heraus. Am Ende der Baumreihe, dort drüben, eröffnete eine Antipanzerkanone das Feuer und traf den Turm etwas tiefer. Der Rotarmist, der da schießt, steht mit seiner Kanone an dieser Stelle auf dem gegenüberliegenden Ufer. Sein Name? Alexander Silvaschko. Ich sah da drüben eine Fahne, aber so eine Fahne kannte ich nicht. Also habe ich meine Kanoniere 2 Schuss abfeuern lassen. Daraufhin verschwand die Fahne. Ich sagte, wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Einer der Kriegsgefangenen hier sagte, da gibt es einen russischen Gefangenen in Sinna, der Deutsch spricht. Und wir ließen ihn holen und nach ein paar Minuten war er hier und rief über den Fluss auf Russisch. Ich hörte jemanden aus dem Schloss schreien, wir sind Russen, schießt nicht auf uns. Da war tatsächlich ein russischer Kriegsgefangener, ein Matrose, der in Torgau in einem Lager gesessen hatte. Wir stürzten runter, raus aus dem Turm, um das Schloss herum, krochen über die Brücke, die in der Nacht zuvor von zurückflutenden deutschen Truppen gesprengt worden war, und trafen die russischen Soldaten, die das Ufer drüben runterkamen, dort auf der Wiese. Ein Leutnant der amerikanischen Armee stellte sich mir vor, Bill Robertson. Bill Robertson. Und dann gab es eine große Party. Wir tauschten kleine Geschenke aus, fielen uns in die Arme und tranken Schnaps und Wodka. Es wurde spät und mir erschien, dass wir nun etwas machen mussten. Und deshalb entschieden wir, dass wir zurück über die Elbe nach Wurzen fahren. Wurzen.
Robertson erreicht mit seinem neuen Freund Silvaschko in euphorischer Stimmung den US-Divisionsstab. Als wir die Division erreichten, wurden unsere Neuigkeiten mit keiner großen Begeisterung aufgenommen. Der Grund dafür war, dass es für die Patrouillen eine 5-Meilen-Grenze gab und dass wir niemals dort sein durften, wo wir gewesen waren. Und unser Oberst, Oberst Adams, Gott hab ihn selig, war in einer riesigen Bredouille. Denn aus seinem Regiment hatten 3 Patrouillen die 5-Meilen-Zone überschritten. Und General Reinhardt, unser Divisionskommandeur, war äußerst aufgebracht. Sie sperrten uns ein und drohten mit einem Militärgerichtsverfahren. Sie gaben uns Nahrung und gegen Mitternacht rief General Reinhardt unseren Korpskommandeur an und wurde von dem fertig gemacht, weil er es hatte geschehen lassen. Und der Korpskommandeur rief dann General Hodges an, der erster Armeekommandeur war, ein ziemlich wichtiger General. Und General Hodges sagte, das sind großartige Nachrichten, ich bin sehr erfreut. Bitte lassen Sie General Reinhardt meine Glückwünsche zukommen. Und es freut mich, dass seine Einheit das getan hat. Und das veränderte den gesamten Abend. Das berühmte Foto des historischen Treffens entsteht erst tags darauf, am 26. April. Und erst dann feiern auch die um die eigene Show gebrachten Generäle aus Ost und West gemeinsam den Sieg über Hitler-Deutschland mit russischen Mädchen und amerikanischen Zigaretten. Gedanken an den Kalten Krieg, der kommen sollte, sind an diesem Tag so weit entfernt wie Moskau und Washington von Torgau an der Elbe. Wir haben getanzt, wir haben Wodka und Champagner getrunken. Aus einem Herrenhaus da hinten haben wir deutsche Vorräte an Wodka herübergeschafft. Da gab es auch Schokolade und alles. Hier unten auf der Wiese haben wir unsere Decken ausgebreitet. Es war ein großes Fest. Das war der Sieg. Wir haben uns geküsst. Wir fühlten uns als Waffenbrüder und wir schlossen uns in die Arme. Wir ließen unseren Gefühlen und unserer Freude freien Lauf, wie glücklich wir darüber waren, unser Ziel erreicht zu haben. Wir hatten nicht die leiseste Ahnung, dass sich die Dinge danach so verschlechtern würden. Damals, noch am 25. April 1945, haben wir hier einen Schwur abgelegt, einen ungeschriebenen Schwur. Wir schworen, dass es auf deutschem Boden niemals wieder einen solchen Krieg geben wird. Fast 50 Jahre später gehört auch ein damaliger deutscher Soldat aus Torgau zu den Siegern. Der hatte bei Kriegsende einfach seine Uniform ausgezogen. Dann sind sie einfach nach Hause gegangen. Und dann sind wir nach Hause gegangen, zu unseren Eltern raus, ne? Hätte nicht viel gefehlt und wir hätten uns dann am 25. April hier alle drei hier getroffen. Aber das Ribbon? And I think this Ribbon? Je länger das Wiedersehen am Elbufer dauert, desto mehr ist Alexander Silvaschko bei amerikanischer Cola und russischem Wodka bereit, über Schwierigkeiten zu erzählen, die auch seine Kameraden wegen der Verbrüderung in Torgau bekamen. Unser Bataillonskommandeur wurde wegen dieses Treffens hier an der Elbe aus der Partei ausgeschlossen. Er wurde auch degradiert. Der Major kam ins Gefängnis. Mich hat man irgendwie verschont. Ich blieb in der Armee und habe noch bis 1946 in Österreich gedient. Torgau an der Elbe. 2 Veteranen aus Amerika und Russland zieht's hierher, so wie in eine zweite Heimat. Ihre Welt war damals ja in Ordnung.